Ja, hallo und herzlich willkommen hier im ersten Block auf Bühne 1 am Tag 3 der Vosges-Konferenz. Schön, dass Sie alle bei uns sind, denn es wird mal wieder spannend, denke ich. Es gibt nämlich jetzt einen schönen Vortrag von Jörg Thomsen. Und zwar geht es da um Neues vom Map-Server. Und wenn Sie Fragen haben, Sie kennen das an Tag 3 schon. Rechts gibt es einen Fragentab. Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen. Im Anschluss des Vortrags werden wir natürlich wieder eine kleine Frage- und Antwortrunde machen. Und damit wir auch Fragen stellen können, müssen wir uns natürlich erstmal einen Vortrag anhören. Und von daher freue ich mich jetzt, das Wort an Jörg Thomsen übergeben zu dürfen, der uns jetzt was Spannendes erzählt. Bitte schön, Jörg. Ja, vielen Dank, Dominik, für die Einleitung. Du lässt auch keine Gelegenheit offen, für mich auch die Spannung zu erhöhen mit spannenden Vorträgen, die angekündigt werden. Genau, ich möchte dieses Jahr mal wieder was zum Map-Server erzählen. Da bin ich ja schon seit vielen, vielen Jahren zu Hause und kenne mich da gut aus und habe mich mal umgetan, was es da so Neues gibt, seit der letzten Konferenz oder seit dem letzten Map-Server-Vortrag. Der ist, glaube ich, jetzt 2 Jahre her. Ganz kurz die übliche Folie zu mir, für die, die mich dann noch nicht kennen. Ja, mein Name ist Jörg Thomsen. Hier unten steht meine Mailadresse, über die ich zu erreichen bin. Da kann man hinten dann, wenn man möchte, auch vosges.de ranschreiben statt vero.com. Die Vero-Gruppe ist mein Arbeitgeber. Ich sitze in Berlin, und bin auch sehr aktiv im Vosges-Verein. Da bin ich ja auch im Vorstand und habe ja nebenan auch die Katja Haferkorn sitzen. Das Büro ist hier bei uns mit drin vom Verein. Und rechts der Screenshot vom aktuellen Tagesband, weil ich derjenige bin, der den aus den zahlreichen Einreichungen, die wir dieses Jahr hatten, zusammengestellt haben, in Druck gegeben hat und auch zum Download bereitgestellt hat. Also da kann man auch nochmal alles nachlesen. Oder vieles nachlesen, was auf dieser Konferenz stattgefunden hat, in ausführlicher Textform. Kommen dann auch schon zum Map-Server. Eine ganz kurze Einführung, ohne jetzt irgendwelche Konfigurationsdetails oder sowas, für diejenigen, die vielleicht da noch neu sind oder da nur von gehört haben. Map-Server ist natürlich ein Open-Source-Projekt. Das ist einer der ersten OSGEO-Projekte. Die Homepage ist zu erreichen unter mapserver.org mit sämtlicher Dokumentation, Release-Ankündigungen, Installationsanleitungen und so weiter, Mailinglisten kann man da alles sehen und sich durchklicken und durchlesen. Der Mapserver ist dafür da, OGC-Dienste bereitzustellen, also Karten im Web zu veröffentlichen, steht unter der MIT-Lizenz, läuft unter allen aktuell meistbenutzten Betriebssystemen Linux, Windows, macOS, wobei ich immer gerne die Frage stelle, viele kennen das vielleicht schon, wer betreibt einen Server unter Mac? Kann sich ja mal melden, würde mich mal interessieren, habe ich noch nicht gehört, aber funktioniert auch. Er läuft als CGI-Programm, ist eine C-Programmierung. Wird also dann über die HTTP-Schnittstelle aufgerufen. Und es gibt auch eine Programmiererweiterung oder Erweiterungen für verschiedene Programmiersprachen. MapScript, Python, C-Sharp ist, glaube ich, auch dabei, um Map-Server-Funktionalitäten in eigenen Programmcode mit einzubinden. Hier nochmal eine kurze Auflistung, wofür der Map-Server eingesetzt wird. Also Web-Map-Server ist wahrscheinlich das allerhäufigste. Das heißt, ich kriege bunte Kartenbilder in meinem Browser oder in meinem Client angezeigt. Das ist ja mittlerweile auch sehr häufig im QGIS oder anderen Desktop-GISen der Fall. Er kann Web-Feature-Services bereitstellen, also wirklich auch Geodaten ausliefern, die man dann lokal weiter bearbeiten, klassifizieren, speichern kann und so weiter. Web-Coverage-Service für hochaufgelöste Rasterbilder, die man dann eben auch lokal im GIS vernünftig weiter bearbeiten kann und unterstützt noch verschiedene andere Standards, die so da drumherum gehören, wie das Datenformat Geography Markup Language oder die Styled Layer Deskriptoren für das Styling von Webkarten.
für die, die es noch nie gesehen haben, das habe ich gerade eben noch eingefügt, deswegen haben wir hier leider noch eine falsche Überschrift. Mal kurz, wie der Map-Server konfiguriert wird. Es gibt leider keine gute Oberfläche, wo man sich was zusammenklicken kann, wie das ja bei QGIS der Fall ist oder beim QGIS-Server. Der Geo-Server hat ja auch ein Server-Backend, wo man sich seine Dienste bereitstellen kann. Der Map-Server wird über so eine Konfigurationsdatei, wie ich hier mal einen Ausschnitt reingepackt habe, konfiguriert, die man sich von Hand zusammenschreiben muss oder natürlich, wenn man die ersten paar Dienste auch selber gemacht hat, mit den eigenen Templates quasi arbeitet und dann auch bei neuen Daten gar nicht mehr so viel tippen muss. Aber dadurch haben wir natürlich auch relativ viele Möglichkeiten, dass wir direkt die Konfigurationsdatei schreiben und bei den Funktionen, die wir nutzen können, nicht an irgendwelche Oberflächen gebunden sind, die dann auch noch entwickelt werden müssen, was den Aufwand erhöht. Dann nochmal hier ein Hinweis auf die Map-Server-Gallery. Ein doppelter Hinweis, zum einen wieder für die Neulinge vielleicht, sich da mal umzutun. Da sind diverse Anwendungen aufgelistet, die den Map-Server benutzen. Da kann man sich mal umtun, wie das so aussieht, was der so liefert, wie die Performance ist. Und zum anderen aber auch nochmal der weitergeleitete Aufruf vom Map-Server-Entwicklerteam, sich hier dann auch selber einzutragen, wenn man den Map-Server benutzt, um seine Seiten hier in der Galerie zu präsentieren und damit eben auch dem Map-Server selber Gutes zu tun, indem man zeigt, was er alles kann und was so alles dabei rauskommen kann, wenn man den Map-Server benutzt. Kommen wir zu den aktuellen Entwicklungen. Einmal hier von OpenHub, das Map-Server in der Nutshell, das hatte ich ja schon vor 2 Jahren, glaube ich, mal gezeigt. Da hat sich einiges getan an den Zahlen. Sind ein paar tausend Commits hinzugekommen, natürlich auch viele Lines of Code. Interessanterweise auch sehr viele Contributors. Da weiß ich nicht so recht, wie ich das interpretieren soll, aber ja, es wird mehr, es wächst weiter, es ist doch ein sehr aktives Projekt. Und wir haben mittlerweile 118 Jahre Arbeit drin stecken im Map-Server. Das ist eine ganze Menge. Ja, muss ich auch noch mal kurz schlucken. Ich habe das ja angekündigt und eingereicht, den Vortrag. Ich möchte den Map-Server 8 vorstellen. Der ist schon lange angekündigt. In der Ankündigung hier für den Foskis-Vortrag steht auch noch drin, im November 2021 soll der Map-Server 8 erscheinen. Das hängt leider ein wenig. Der Screenshot hier ist immer noch der aktuelle Stand. Map-Server Freeze 8.0 Beta, Release Candidate und Final sollte alles im Januar erscheinen. Da habe ich leider auch keine aktuelleren Zahlen, wann jetzt wirklich die 8er-Version offiziell rauskommt. Ich finde es schade oder bin halt auch neugierig auf das Final Release am Ende. Mache mir aber auch keine großen Sorgen. Es kommt ab und zu mal vor, dass es nicht ganz so schnell vorangeht wie geplant bei der Softwareentwicklung. Wer sich daran erinnert, ich hatte eine der letzten Male auch ein MapScript vorgestellt. Das war auch jahrelang, dümpelte das bei PHP 8 rum. Wurde dann irgendwann auf eine aktuelle Version hochgezogen, so dass man das dann auch wieder produktiv setzen kann. Ich kann mich auch noch dunkel daran erinnern, dass mal das Paket Map-Server für Windows längere Zeit fast tot erschien, weil nichts mehr passierte. Und das ist im Moment ja auch wieder sehr aktiv. Also früher oder später wird er kommen. Ich habe leider jetzt keine aktuellen Informationen, wie die Planung ist, weil ich zugegebenermaßen auch eher kurzfristig bei den Entwicklern angefragt habe. Und da habe ich bis jetzt zu dieser Minute noch eine Antwort erhalten. Dann nochmal eine kurze Wiederholung einer Folie von den letzten Mal. Den Release-Plan hatte ich gerade schon gezeigt. Es gibt ein paar Sachen, die sind angekündigt. Utilities, Shape-to-Image wird umbenannt zu Map-to-Image. Proj 6 soll benutzt werden.
Und dann haben wir hier den unteren Punkt Fully Support auf OGC API. Von der OGC API ist geplant. Wir können uns jetzt gleich schon mal die OGC Feature API angucken, also den Nachfolger von WFS 3. Es wird ein paar Änderungen nach wie vor bei der Map-File-Syntax geben. Also da wird im Wesentlichen aufgeräumt. Sowas wie Dump fliegt raus. Und alles, was schon seit längerem als deprecated in der Dokumentation markiert ist, wird auch rausfliegen aus den Map-Servern. Da muss man dann ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber ich denke, das Aufräumen, das fällt mir auch bei Schulungen immer auf, dass es da durch die lange Entwicklung mittlerweile über die 30 Jahre durchaus einige Widersprüche gibt, was nicht so ganz verständlich ist, wenn man da nicht die Historie kennt. Ich hatte gerade schon das MS4W erwähnt, Map Server for Windows. Da unten steht ganz klein die Adresse, unter der man das erreichen kann, ms4w.com. Im Moment wieder, also jetzt schon seit längerer Zeit, wieder ein sehr aktives Projekt. Und das gab jetzt auch mir die Möglichkeit und Gelegenheit, da mal wieder reinzugucken und das zu benutzen, dieser Vortrag, weil es nämlich zu dem MS4W Beta-Versionen gibt. Die muss man ein wenig suchen, aber man findet sie dann auch, wenn man sich da auf der Homepage durchklickt. Und wir sehen hier die MS4W 5.0.0 Beta 1 und Beta 2. Die Versionierung ist halt die Versionierung vom Map Server for Windows Paket. Und was dahinter steckt, muss man dann erforschen und nachlesen. In der Firmware-Version vom MS4W ist schon eine Vorversion vom Map Server 8 integriert. Und das ist eine schöne Gelegenheit, das mal auszuprobieren und sich anzugucken. Und wenn man nicht den 8er Branch vom Git auschecken und selber kompilieren möchte. Und das habe ich hier für diesen Vortrag dann auch mal getan. Wenn man das Paket auspackt, ist für Windows, deswegen ein paar Windows-Screenshots, hat man da so einen großen Haufen an Verzeichnissen und Dateien rumliegen, wählt dann diese Batch-Datei Apache Install aus und dann wird der Apache-Server initialisiert, es werden ein paar Variablen gesetzt und dann kann man es schon benutzen. Hier unten ist die eine Variablen-Datei schon mal markiert. Da kommt dann gleich, das kommt dann im nächsten Browserbild. Und in der Regel läuft das dann auch sofort. Und wir können auf dem Rechner, wo wir das zum Laufen gebracht haben, Browser Localhost eingeben und sehen hier diese Startseite von dem Paket mit weiteren Infos und dann auch schon einer Karte, die dann live vom lokalen Rechner, vom Map-Server gerendert wurde. Das heißt, da sind dann natürlich auch die Geodaten dabei für die Beispiele und die entsprechenden Konfigurationsdateien für den Map-Server. So. Ich habe jetzt hier auf meinem Rechner dann den Map-Server 8 auch schon gehabt in der Vorversion. Hier dann nochmal ein Ausschnitt aus dieser einen Datei, die ich gerade markiert hatte, diese setenv Batch-Datei, wo verschiedene Variablen gesetzt werden. Wir sehen hier eine erste Besonderheit vom Map-Server, vom neuen Map-Server. Map-Server-Config-File, die heißt hier in dem Fall ms4w.conf. Die muss einmal als Umgebungsvariable im Betriebssystem gesetzt werden. Das passiert in dieser Datei, in dieser Batch-Datei. Und danach können wir alle Map-Server-Variablen in dieser zentralen Konfigurationsdatei setzen. Das hat mich persönlich ziemlich begeistert. Ich hoffe, ich kann auch erzählen, warum das so ist. Das heißt nämlich, wir müssen nicht mehr sämtliche Map-Server-Umgebungsvariablen in der im Apache oder im sonstigen Webserver, den wir benutzen, setzen oder im Betriebssystem. Oder teilweise kann man die auch in einer Map-Datei setzen, was dann aber immer nur auf den aktuellen Dienst gilt, sondern wir haben jetzt hier so eine zentrale Konfigurationsdatei. Jetzt kommen hier mal so ein paar Ausschnitte. Wir können hier zum Beispiel, wie hier
Die Sicherheitseinstellungen setzen, wie darf eine Map-Datei, der Pfad zu einer Map-Datei aussehen, was ist verboten. Wir können sagen, es darf hinter dem Map gleich überhaupt keine Map-Datei stehen. Das Ganze ging vor einem Jahr schon mal auch über die Mailinglisten. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, über die Umgebungsvariablen, beziehungsweise hier unten auf das hier. Unter Map Server Security, wenn man danach sucht, findet man das auch, um seine Map Server Installation abzusichern. Also jetzt das in einer zentralen Konfigurationsdatei beim neuen Map Server. Es geht noch ein bisschen weiter. Wir können jetzt auch zentral hier sagen, wie ist der Debug Level? Wo steht meine Log-Datei? Das gilt dann für alle Dienste, die auf dem Server laufen. Ich kann das hier also zentral steuern und muss nicht mehr in jede Map-Datei reingehen und da das Debug irgendwie von produktiv auf Testing setzen, sondern kann das hier einfach einmal steuern. Ich kann ja auch eine Default-Map-Datei angeben, so dass ich zumindest irgendwie eine Antwort zurückkriege als Karte oder als Get-Capabilities, auch wenn ich als Anwender keinen Parameter entsprechend mitgebe, kennt man ähnliches Verhalten auch vom QGIS-Server. Dann mein persönliches Highlight der zentralen Konfigurationsdatei kann man hier im Block Maps Map-Server Map-File-Alias vergeben. Das heißt, ich sage, wie heißt mein Dienst, mein Alias, den ich benutzen möchte, auf welche Map-Datei verweist das am Ende. Standardmäßig war jetzt, glaube ich, hier nur das Local Demo mit drin. Und das Schöne ist, wenn ich hier was eintrage und das speichere, CGI-Programm, Map-Server, wird jedes Mal ausgelesen beim Aufruf. Ich muss irgendwie nichts neu starten, keine Apache-Konfiguration und so weiter neu einlesen. Es funktioniert sofort. Aufruf wäre dann sowas wie hier, Map gleich Foskis, hier oben auch im Screenshot ein wenig zu erkennen. Funktioniert nicht im Moment, kriege ich eine Fehlermeldung, weil Foskis steht ja hier nicht drin. Wenn ich das dann hier eintrage und jetzt Steuerung S drücke, um meine Konfigurationsdatei zu speichern und das dann wieder versuche, dann funktioniert das sofort. Also man kann jetzt sehr einfach auch diese Variablen setzen und gerade auch diese Aliase für die Map-Dateien vergeben, was ja manchmal sonst ein bisschen schwierig ist. Gut, die zweite große Neuerung sind die OGC-API-Features. Hier nochmal eine Folie, was das allgemein ist. Gab es sicherlich hier auch den einen oder anderen Vortrag. Meine Kollegin Astrid Emde hat auf unserer Where2Be-Konferenz im letzten Dezember einen Vortrag zugehalten. Kann man sich nochmal raussuchen. Der ist auch sehr schön und ausführlich. Die OGC-API löst den WFS ab, wird dann die Dreier-Version sozusagen, bietet dieselben Funktionen oder ein paar mehr. Das eine ist, das ist eher was Spaß macht. Man hat so eine Landingpage, kann sich da dann auch durchklicken, wenn man das im Browser aufruft. Was läuft lokal? Welche Feature Collections werden bereitgestellt? Da kann ich dann wieder raufklicken. Dann habe ich die Countries hier, welchen Raum deckt er ab mit kleiner Karte. Und kann da dann eben weitergehen zu den einzelnen Features und wie die hier einzeln ansehen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eher was Schönes für den Browser. Da kann man mal ein bisschen reingucken. Eigentlich geht es ja darum, dass das Ganze automatisiert verarbeitet werden soll. Genau wie beim herkömmlichen oder beim WFS 2 bisher. Das heißt, wir haben nicht nur diese HTML-Seiten, die zurückgehen, sondern wir haben eben auch die Möglichkeit, das Ganze als JSON anzufragen. Das ist dann hier auch immer noch mit verlinkt da oben, bei den Seiten davor auch. Klicke ich jetzt natürlich nicht alles zurück. Und hier jetzt schon das aktuelle Feature mit Ghana aus dem Beispiel. Aber auch bei den Seiten, die ich davor gezeigt hatte, gibt es dann eben JSONs, die dann eben immer auf den nächsten Schritt verweisen. Also das ist für eine automatisierte Verarbeitung, um das in seinen Client einzubinden, durchaus gedacht. Und auch hier nur als Screenshot, aber es funktioniert halt, kann das dann eben auch als WFS bzw. OGC-API in sein QGIS beispielsweise einbinden. Und kann sich das dann da reinladen, genau wie man eine andere Datenquelle, eine andere Vektordatenquelle als WFS sich in sein
QGIS reinladen kann. Entschuldigung, schon wieder eine falsche Überschrift ist mir durchgerutscht. Wir sind hier in einer Map-Datei drin von unserem Dienst. Die OGC-API oder Feature-API-Funktion ist nicht sofort da. Der Map-Server kann sie. Ich muss eine Kleinigkeit berücksichtigen. Wenn ich eh schon Web-Feature-Services konfiguriert habe, dann fehlt mir eigentlich nur noch dieser eine Eintrag hier. Es gibt ein neues Schlagwort vorne bei den Metadaten. WMS, WFS, OWS, WCS ist den einen oder anderen sicherlich bekannt, der Map-Server benutzt. Und es gibt jetzt noch den neuen Vornamen für diesen Schlüssel mit OGA für OGC Feature API. Und auch hier muss man die Requests enablen. Und wenn man das tut, hier habe ich einfach mal alles freigeschaltet, dann steht sie sofort zur Verfügung. Wenn ich das nicht drin stehen habe, dann habe ich auch die Funktionalitäten in meinem Dienst nicht. Das heißt, wenn ich auf Map-Server 8 update, dann stelle ich nicht automatisch alles als JSON bereit, sondern auch hier muss ich dann natürlich dem Map-Server sagen, ja, du darfst das entsprechend beantworten. Und dann noch ganz kurz zum Abschluss. Da habe ich noch nicht weiter reingeguckt, aber diese Landing-Pages, die ich gerade gezeigt hatte, wie man das vom Map-Server gewohnt ist, es ist alles konfigurierbar. Zwei werden jetzt bei dem MS4W mitgeliefert, einmal als Bootstrap-Version und einmal als einfaches HTML. Da kann man dann natürlich auch reingehen und das entsprechend seinen Bedürfnissen anpassen. Vor allem die Funktionen sollten ja immer da sein, aber sicherlich auch, was das Design angeht, mit eigener Farbgebung, mit eigenem Logo und so weiter, wenn man da Spaß dran hat. Okay, das war das, was ich Ihnen als Neuerung, die ich dann auch endlich mal selber ausprobieren konnte, zeigen konnte und worauf wir uns freuen können, was dann kommt, wenn der Map-Server 8 released wird. Ich bin mir sicher, er kommt demnächst. Wann kann ich leider noch nicht sagen. Aber ja, vielleicht ist es ja auch... Entschuldigung. Nee, mach ich. Fertig. Danke, Jörg. ich wollte dir nicht reingerätschen, aber zum einen sind natürlich ein paar Fragen da und zum anderen hat Oliver Schmidt gerade quasi wahrscheinlich hat das Map-Server-Projekt aufgrund deiner Nachfrage den Release-Plan aktualisiert, im Chat die neuen Daten geschickt, quasi wann was rauskommt. Ach cool, ich habe gestern Abend noch reingeguckt. Und da steht jetzt was von quasi 11. März RC1, das wäre also heute tatsächlich. Und, ja, krass. 18. März Final. Von daher, ja, wer weiß, ja, hat deine Mail ein bisschen was ausgelöst. Ich hab die da durchaus ein wenig bombardiert und genervt und gesagt, heute stelle ich den vor, vielleicht könnt ihr mir noch ein paar Infos geben. Dann auf diese Weise. Vielleicht habe ich auch gleich eine Mail von Jeff in der Mailbox. Es sind ein paar Fragen reingetrudelt. Ein paar ganz schnelle, ein paar größere. Wir hatten ja quasi das mit den Releases quasi gerade. Deswegen die erste Frage dazu, habt ihr Beta-Versionen von 8.0 mal eingesetzt oder nur quasi den nur getestet? So? Oder was zu sagen? Nee, denn der ist jetzt nur im Test bei mir und vielleicht ein, zwei anderen Kolleginnen, die das interessiert. Aber produktiv oder im Projekt, also auch noch nicht auf Testservern in Projekten, nein, noch nicht. Ja. Und eine Frage, die am die hochgevotet wird, gerade ohne Ende, wobei Gott, ich sehe das gerade. eine Religionsfrage ist. Aus welchen Gründen sollte man Map-Server dem Geo-Server oder QGIS vorziehen? Ich persönlich finde ja immer, das ist immer auch die Sache, je nachdem, was man vorhat und was für ein Stack man benutzt. Aber vielleicht sagst du da ein, zwei Worte einfach zu, bevor ich die Frage übernehme. Oh, das ist, hast du schon gesagt, das ist eine Religionsfrage, wird immer noch eingesetzt, nicht nur auf historischen Anwendungen, sage ich mal, wo das halt Tradition ist, dass da gesetzt wird, wo sich ein Wechsel nicht lohnen würde, sondern es kommen auch immer noch neue dazu, weil wir halt wirklich mehr Möglichkeiten haben, behaupte ich jetzt mal, ohne das sofort belegen zu können, als bei den anderen beiden genannten Produkten. Wenn man neue Funktionen braucht beim Map-Server, die man natürlich beim einen oder anderen auch als Implementierung beauftragen kann, die da mitentwickeln,
hat man das sehr schnell. Bei QGIS hängt ja dann doch immer ein bisschen mehr dran, zum Beispiel, dass man den auch die entsprechende Konfigurationsoberfläche, was ja unser QGIS Desktop ist, dann so weit bringen muss, die entsprechenden Konfigurationen, die neuen Möglichkeiten auch zu ermöglichen. Genau, und was man nicht vergessen sollte, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Java-Welt komme und dann setze ich vielleicht eher Geo-Server ein, wenn auf meinem Server aber nichts mit Java und Co. läuft, ist vielleicht die Hürde, einen Map-Server einzusetzen, deutlich geringer. Von daher kann man das tatsächlich so gar nicht beantworten, finde ich. Das muss man wirklich spezifisch im Projekt gucken. Was brauche ich für Beschriftungen? Wo liegt mein... was brauche ich für Ein- und Ausgabeformate und so weiter? Genau, vielleicht. Also vielleicht noch ein, was mir gerade noch auf der Zunge lag, ein kleiner Vorteil Map-Server gegenüber QGIS-Server ist halt eben gerade diese Konfiguration in den Dateien, die auf dem Server liegen. Man kann damit Includes arbeiten, auf andere Dateien verweisen, schnell was Neues wiederherstellen und hatten also, doch einen etwas höheren Konfigurationsaufwand beim QGIS-Server, wobei ich viele Projekte habe, wo der QGIS-Server eingesetzt wird, was auch sehr charmant ist, weil halt viele Leute einfach, die mit QGIS arbeiten, einfach einen Dienst bereitstellen können. Ne? Wäre eine schöne Idee mal vielleicht für nächstes Jahr, wenn sich jemand bereit erklärt, für eine Foskus-Konferenz einen schönen Vortrag zu machen, in der den drei gegenüberstellt, dass er herzlichst eingeladen wird. Das Programmkomitee würde sich sicherlich freuen. Er kriegt auch eine Stunde Zeit. behaupte ich jetzt einfach mal so. Und ich freue mich drauf. Ich mich auch. Dann gehen wir mal 2, 3 Fragen noch durch. Ich weiß nicht, ob wir alles schaffen. Wir gucken mal. 4 Minuten, 5 Minuten haben wir noch. Habt ihr Erfahrung, Map-Server im Docker-Umgebung laufen zu lassen? Ja, und es funktioniert. Das ist gut. Also mehr kann ich dazu gerade auch nicht sagen. Also da, wenn man Docker versteht und in der Lage ist, mit Docker zu arbeiten, dann macht der Map-Server da keine Probleme. Es ist ähnlich, wie du gerade gesagt hast, mit Geo-Server. Wenn man sowieso Java hat und weiß, wie man das konfiguriert und handelt und zum performanten Laufen bringt, dann kann man auch sehr gut den Geo-Server einsetzen, wenn man von Java sich nicht auskennt, dann würde ich von Geo-Server die Finger lassen. Und bei Docker muss man halt auch die Grundlagen kennen und hat dann aber am Ende nichts mehr mit Map-Server zu tun. Das ist genau das Gleiche, wie wenn es nicht im Docker läuft. Genau, dann gibt es noch Frage Richtung Konfiguration, so ein bisschen Richtung OGC-API. Da kommt die Frage auf, ob quasi die OGC-API-Features durch einfaches Angeben der Variable, die du eben gezeigt hast, das OGI-Enable-Request-Key aktiviert werden können. Kannst du da was zu sagen oder muss man da noch mehr tun? Du meinst die Frage, die mit 4 Votes da ist, nehme ich mal an. Da war ja noch der Zusatz für die, die es nicht mitlesen, wenn ich einen bestehenden WFS-Map-File bereits habe, dann reicht es aus, diesen OGA-Enable-Request mit einzutragen. Es gibt ja noch 2, 3 weitere Einträge wie die GML-Feature-ID und ähnliches, die man noch mit in die Map-Datei aufnehmen muss, damit überhaupt der WFS funktioniert. Aber wenn ich einen WFS habe, dann kann ich das einfach darüber mit aktivieren, ja. Genau, dann machen wir jetzt noch 2 Fragen, würde ich sagen. Sind weitere OGC-API-Standards geplant? Das bezieht sich ja quasi auch darauf. Ja, da müsste man wahrscheinlich wirklich mal das PSC konkret fragen. Ich habe davon noch nichts gehört oder gelesen, aber ich gehe davon aus, dass auch ich weiß gar nicht, wie der dann heißt, Map-Standard und ähnliches auch noch folgen werden. Aber das ist in fernerer Zukunft, denke ich mal. Genau, und dann haben wir eigentlich noch so 3 Fragen, die sich eigentlich alle so ein bisschen auf die Konfiguration beziehen. Auch nämlich auf diese zentrale Konfigurationsdatei, die du erwähnt hast. Mhm. Zum einen die Frage mit den 3 Votes, quasi ob das überschrieben wird, wenn ich quasi in einem Map-File eine eigene Einstellung habe. Das bezieht sich ja quasi jetzt auch nicht immer nur auf das Log-Level, sondern ich denke mal von allen Einstellungen, ob die überschrieben werden. Die kann man ja vielleicht ein bisschen allgemeiner beantworten. Und auch zum Beispiel, ob die Konfiguration eingesetzt werden muss oder ob man es weiter in einzelnen Files, in einzelnen Map-Files schreiben kann. Die zentrale Konfigurationsdatei muss nicht eingesetzt werden. Das kann alles so bestehen bleiben wie bisher, wenn man es noch nicht gemacht hat.
Das andere habe ich nicht getestet, ob die Map-Datei die zentrale Konfigurationsdatei überschreibt. Ich vermute mal, sie tut es, weil das haben wir öfter beim Map-Server, dass das, was später irgendwo steht oder später gelesen wird, die vorigen Einträge überschreibt. Aber ich habe es nicht getestet, ich kann es gerade nicht sagen, muss man nochmal ausprobieren. Genau, und dann machen wir jetzt noch eine letzte Frage zum Thema Configs. Kann man in der Config oder auch sonst wo auch Default-Felder wie Projektionen angeben oder Layer für den Fall, dass man sehr viele ähnliche Karten hat, wo man zum Beispiel nur, wo sich zum Beispiel... Ja, ich weiß, ändert. Genau. Nein, also da geht es um diese zentrale Konfiguration von den klassischen Umgebungsvariablen. Gut, das Log gehört auch dazu. Aber da hatte ich ja gerade die Includes erwähnt, die für das, was in dieser Frage gefragt wurde, sehr gerne genutzt werden können. Man kann halt zentral sich irgendwie einen Schnipsel hinlegen, wo die Projektionsdatei steht, wo Output-Formate stehen oder wo auch diese ganzen Metadaten stehen, die man ja eigentlich immer mitführen und veröffentlichen sollte. Und um die nicht halt in jede Map-Datei, also jede Map-Datei macht ja einen Dienst, ändern zu müssen, wenn sich da die Faxnummer des Zuständigen ändert, dann kann man das eben auch in der zentralen Datei vorhalten und inkludiert die in seine einzelnen Map-Dateien und kann das darüber dann auch zentralisieren. Das geht aber schon mindestens seit Map Server 6. Gut, die Frage mit den vier Votes verstehe ich leider nicht ganz. Sind weitere Map-Veränderungen notwendig für bestehende Map-Files? Da weiß ich nicht ganz, was gemeint ist. Vielleicht weißt du es. Ja, ich nehme an, da geht es darum, ob die Map-Dateien noch funktionieren, wenn man von Map Server 7 auf 8 switcht bei einem Update. Ach so. Da habe ich bisher auch nur die Infos aus der Dokumentation. Ich habe jetzt noch keine alten, großartigen Projekte von uns mit dem MS4W getestet. Es sind ein paar Änderungen nötig. Im Prinzip findet man die aber alle schon in der Dokumentation, würde ich sagen. Eben alles, was schon jetzt als veraltet gekennzeichnet ist, soll rausfliegen. So als grober Handschlag. Ja. Genau. So, dann machen wir die letzte Frage auch noch. Geht ja quasi, okay. Ziehen wir quasi nur von der Pause ab. Kann man Map-Server nur beim Map-File steuern oder gibt es auch andere Interfaces wie API oder CLI-Tool? Nee, gibt's nicht. Die Konfiguration steht in den Map-Dateien und die muss man von Hand editieren. API würde ich mir auch manchmal wünschen, aber hat noch keiner so entwickelt, dass man sie benutzen kann. Gab mal ein paar Ansätze, haben sich dann aber wieder verlaufen. Dann danke ich dir, Jörg, für deinen Vortrag. Danke, dass du uns für diese vielen Fragen zur Verfügung standest. E-Mail-Adresse steht drauf. Wenn Sie noch Fragen haben, einfach anmailen oder hier auf der Konferenz ansprechen. Oder natürlich die allgemeinen Map-Server. Genau, oder vielleicht auch die Foskis-Talk-Liste. Da wird Ihnen bestimmt geholfen.